herzlichen Dank, dass wir auf unserer Wanderung heute einen kleinen Ausflug bei Ihnen einlegen durften. Ja, das ist natürlich ein beeindruckendes Schloss. Können Sie vielleicht ein paar Worte zur Geschichte Ihres Wohnortes vielleicht mal berichten? Ja, klar, gerne. Also erstmal freuen wir uns, dass Sie hier sind und dass Nordwest auch Spaß an diesem Ort hier hat. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr altes Haus. Im Kern ist das 700 Jahre alt oder sogar ein Schlag älter. Es ist 1302 fertiggestellt worden. Allerdings nicht in der Form, wie man das heute sieht. Das ist ummantelt, der alte Kernbau. Und auch höher ist es geworden. Man sieht aber heute noch unten im Kellergewölbe, das war damals das Erdgeschoss, die alten Bemalungen aus der ursprünglichen Zeit. Man hat sogar jetzt Rußspuren von den alten Kaminen gefunden. Also es finden sich durchaus noch die ganz, ganz alten Spuren. Und so wie man es heute sieht, ist es jetzt auch nicht gerade blutjung, sondern die Fassade und die Erweiterung sind Mitte des 16. Jahrhunderts entstanden. Und so steht es eigentlich jetzt hier. Ja, ist ja auch sehr interessant und auch schön, dass es ja, seinen Bestand auch weiterhin hat. Und finden Sie das auch zum Beispiel sehr spannend, dass das Ganze im Dortmunder Norden stattfindet? Also es gibt ja einige Schlösser, aber die wurden ja auch alle erhalten. Macht das für Sie ein besonderes Flair aus, dass das gerade im Dortmunder Norden liegt? Also das kommt so ein bisschen darauf an, wie man das betrachtet. Es gibt natürlich, ich würde sagen, solche Orte, die haben sich sozusagen ja nicht historisch an irgendwas orientiert, sondern die Stadt ist irgendwann entstanden und dann wuchs das irgendwann zusammen. So dass, glaube ich, der Dortmunder Norden historisch gesehen jetzt gar nicht sozusagen das Entscheidende ist, sondern umgekehrt würde ich sagen, es ist heute total schön, dass der Dortmunder Norden so vielfältige Dinge hat, zu denen auch eben was sozusagen was Altes oder Historisches gehört. Und uns freut das total, dass es in diesem Nordwärtsprojekt auch sozusagen mit eine Rolle spielen darf und eben nicht nur heutiges oder Kohlezeitalter oder Bergbau und Fußball, sondern dass eben auch diese anderen Dinge, die sicherlich auch für die Dortmunder Geschichte viel ausmachen und viel erzählen können, dass die auch dazugehören dürfen. Ja, glauben Sie denn, dass auch unter anderem natürlich das Schloss Bodelschwingh dazu beitragen kann, dass, klar, wir haben jetzt vom Dortmunder Norden gesprochen, aber dass gerade auch der Dortmunder Norden so ein touristischer Anziehungspunkt sein kann? Also wir hoffen, dass wir einen Teil dazu beitragen können. Das ist natürlich ein kleiner Spagat, den wir da hinkriegen müssen, weil es ein Zuhause und ein Wohnhaus ist und damit natürlich sozusagen der Öffentlichkeit nicht ganz so zur Verfügung gestellt werden kann. Allerdings geben wir uns Mühe, dass man das dem Interesse trotzdem gerecht wird. Wir haben da oben, ich glaube, da können wir auch gleich mal gerne zusammen hingehen, einen Punkt in dem Teil des Parkes, den wir ganz bewusst der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, damit geschaut werden kann. Man kann tatsächlich nicht das Portal des Hauses sehen, von dort aus, aber man hat sozusagen von einem Landschaftsarchitekten im 19. Jahrhundert richtig bewusst einen Punkt angelegt, wo man einen schönen Blick auf den inneren Teil des Parks hat und auch im Prinzip auf die Architektur des Hauses. Und natürlich bieten auch die Veranstaltungen eine Möglichkeit, die wir auch sozusagen ganz bewusst damit eingebettet haben, dass man das Haus eben mal von vorne sieht, dass man den Park von anderen Stellen sieht. Wir machen sozusagen im Rahmen dessen, was uns möglich ist, mal ein Konzert, was auch im Haus stattfindet, sodass wir versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Dortmunder Norden eben ein paar Attraktionen hat, mit denen er punkten kann. Ja, darüber freuen wir uns natürlich auch immer gerne und freuen uns auch immer, im Austausch gemeinsam zu sein.